und die neue Staffel steht schon in den Startlöchern. Doch in diesem Jahr steht unsere Wedding-Plannerin Madeleine vor einer noch nie dagewesenen Herausforderung, von der am Tag dieser Hochzeit erstmal nichts zu erahnen war. Man muss trotzdem vor Ort ein bisschen flexibel auch sein. Es gibt verschiedene Einflüsse. Ja, dass eine Trauung sich nach hinten verschiebt, man beispielsweise das Essen, Catering dann später braucht oder das Wetter. Bei der Hochzeit heute hatten wir den Fall, dass super schönes Wetter angekündigt war, wir einen Outdoor-Dinner geplant haben und dann plötzlich hat das Wetter doch umgeschlagen. Es sind Wolken aufgekommen, Gewitter und wir mussten das Ganze kurzerhand abdecken. Ich brauche mal größere Personen, bitte. Gibt's hier noch größere Männer? Also wirklich mit vereinten Kräften, die ganze Gruppe musste da zusammen mit anpacken, alle, die hier am Set vor Ort sind. Dann wer kommt? Die Mädels wieder. Gerade sollte es losgehen und was passiert? Es blitzt, es donnert, es regnet. Wir können jetzt nicht weitermachen, wir müssen warten. Ich hoffe, dass sich der Regen bald legen wird. Doch das Wetter will einfach nicht besser werden. Ganz im Gegenteil. Aktueller Plan, wenn es so bleibt, bauen wir nur die Stehtische unter dem Gewölbe auf, unter dem Vordach. Nur die Stehtische, noch nichts anderes, keine Candybar. Notlösungsvariante, ja. Flexibilität vor Ort ist schon wichtig, dass man das auch mitbringt, koordinieren kann, da auch vielleicht Ideen hat, wie man was anders macht, als es eigentlich geplant ist. Regen bringt Segen. Ja. Spiegelt heute das Wetter alles wieder, was in mir vorgeht. Nicht, dass sie jetzt denken, ich bin abgehauen oder habe kalte Füße bekommen und sie müssen mich wieder einfangen. Ich halte das nicht mehr aus, langsam. Das hatten wir auch noch nie, dass es so geregnet hat. Und dann damit müssen wir dann was. Was macht ihr denn jetzt? Ja, abbauen, weil wir eine Entscheidung treffen müssen. Okay, ihr holt langsam Kisten und dann gehen wir raus. Ja. Das gab's noch nie. Also wir haben jetzt Drehabbruch. Es donnert, es blitzt. Braut und Bräutigam haben sich so lange auf diesen Augenblick gefreut. Und wir müssen jetzt alles abbrechen und gucken, was passiert. Ob die Hochzeit doch noch stattfinden kann? Jetzt heißt es aber erstmal ganz offiziell und feierlich: Vorhang auf für die allerersten Minuten der neuen Staffel. Viele Märchen fangen mit "Es war einmal" an. Heute ist es jetzt endlich soweit. Du und ich werden heiraten und uns dabei zum allerersten Mal sehen. Nach bestimmt 7 verschiedenen Anläufen, wie ich dich ansprechen soll, habe ich mich für den Direkteinstieg entschieden. Du bist mein Mann. Schon jetzt. Zauberhafte Märchen werden wahr. Wir haben sie, die schönsten Schlösser für die größten Träume der Liebe. Hochzeit auf den ersten Blick geht in die Jubiläumsstaffel. Ich freue mich phänomenal gleich auf meinen Mann. Optisch muss sie mir grundsätzlich halt einfach gefallen, die Frau. Das Schönste, das passieren könnte, ich komme da rein, hab schon diesen Wow-Effekt von Anfang an. Ist das ihr eigener freier Entschluss? Der Kopf funktioniert gerade null. Die Ehe mit den Anwesenden einzugehen, so antworten Sie bitte mit "Ja, ich will". Es ist einfach irre, dass ich jetzt hier stehe, dass es jetzt stattfindet. Ich merke auch, ich verliere jetzt die Nerven. Sie kann Nein sagen, ich könnte es theoretisch auch. Ab jetzt zu zweit. 12 mutige Singles wagen den Schritt ins Ungewisse. Hammer,
Wow. Sag uns. Also für mich kommt es nicht in Frage. Wir können jetzt nicht weitermachen, wir müssen warten. Das gab's noch nie. Also wir haben jetzt Drehabbruch. Wir müssen jetzt alles abbrechen und gucken, was passiert. Relax. Alles wird gut. Es wird alles schön, okay? Ja. Ja, ich will. Ja, ich will. Ja. Es ist nicht so, wie man es vorgestellt hat, aber es ist wesentlich besser. Es ist der Hammer. Ich bin zuversichtlich. Also ich denke jetzt nicht, dass ich dir in 6 Wochen sage, oh nee, bin dann jetzt doch weg. Ich habe jetzt eine tolle Frau kennengelernt, die ich jetzt die Chance habe, in den nächsten Wochen, Monaten richtig kennenzulernen. Und hoffentlich verlieben wir uns einander und dann wird alles gut. Unzählige Schmetterlinge im Bauch. Oder doch großes Gefühlschaos im Kopf? Die rechtskräftige Eheschließung in märchenhafter Kulisse ist erst der Startschuss in ein Leben zu zweit. Es ist total crazy, total irreal und trotzdem fühlt es sich echt an. Für heute kann ich das schon sagen, dass die Experten ein gutes Match für mich gefunden haben. Wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten schon festgestellt. Also für mich ist das Experiment an dieser Stelle auf jeden Fall geglückt. Und den Rest, ich denke, das ist jetzt unsere Arbeit. Auf die frisch Vermählten warten paradiesische Fernreisen. Großes Herzklopfen und unvergessliche Momente garantiert. Ich glaube, dass, wenn es so weitergeht, am Ende der Reise schon die ersten Gefühle bei mir, vielleicht auch bei ihr vorhanden sein werden, mit denen wir dann wunderbar in die kommende Zeit starten können. Also gefühlstechnisch ist es bei mir noch nicht der Fall, dass ich sage, ich liebe diesen Mann. Und klar finde ich es auch irgendwie schade, dass ich seine Gefühle nicht wirklich so erwidern kann. Denn die Ehepaare kommen auch an ihre Grenzen. Finde ich halt ein bisschen schade, weil es das wirklich schwierig macht, sich kennenzulernen, wenn man halt gar keine Kommunikation hat. Er ist natürlich schon eine Person, er wird am liebsten den ganzen Tag Händchen halten, eng beieinander stehen. So bin ich einfach nicht. Also ganz ehrlich, wie kann man bitte jetzt noch den Ehering verlieren? Die sind nicht da. Du hast es immer noch nicht verstanden. Ich fand die Stimmung zwischen uns heute sehr komisch. Und ich fand es auch teilweise so nicht wirklich wertschätzend mir gegenüber. Ja, ich kann das, wie lange du willst. Das, für mich ist das jetzt hier vorbei. Das Experiment ist gescheitert. Also ich gebe das Experiment jetzt nicht komplett auf. Klar wird es jetzt schwierig sein. Vom vermeintlichen Paradies zurück in den Alltag. Okay. Klein. Der darf auf die Arbeitsplatte. Der darf alles. Dann mache ich jetzt Platz für meinen Mann. Das ist das Schlafzimmer. Sagen wir es mal so, im Schlafzimmer sind wir uns auf jeden Fall schon näher gekommen. Dankeschön. Bitte, mein Schatz. Jetzt konkrete Zukunftsplanung, dass ich sagen würde, hier, wir pflanzen da einen Baum, bauen hier ein Haus oder sowas. Das sind wir definitiv nicht. Ich sagte, du hast mich falsch verstanden, wie ich das gemeint habe. Und er sagt, meine Gefühle können nicht falsch sein. Und die stellst du hier als falsch hin. Nach wenigen Wochen folgt die große Entscheidung. Ehe oder Scheidung. Ist das Matching nach wissenschaftlichen Kriterien geglückt? Alle Paare lernen sich hier zum ersten Mal kennen. Das war so eine schöne und gefühlvolle Hochzeit. Und doch interessiert es mich, wo vor allem auch sie heute von den Emotionen steht. Ich würde gerne aus der Situation raus.
Sondern dann entscheidet man auch. Und dann, weil ich hab, man hat, glaube ich, gemerkt, ich habe gekämpft mit mir. Es wird so emotional wie nie zuvor. Ich stehe immer noch dahinter. Entscheiden Sie sich für die Ehe oder für die Scheidung? Es ist so schön zu sehen, wenn Mut belohnt wird mit der großen Liebe. All das in der Jubiläumsstaffel von Hochzeit auf den ersten Blick. Stoßen Sie mit uns gemeinsam an auf 10 Jahre Liebe. Sendung verpasst? Gar kein Problem. Jetzt kostenlos auf Joyn nachschauen. Kostenlos? Hier. Habt ihr Lust auf mehr Videos? Dann klickt hier. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal und klickt dort.